Challenge an der Skulptur in der Mitte. Zeigt uns, was ihr drauf habt. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Watch Dogs. Mein Beitrag heißt Ah! Was zum Geier machst du da? Du machst alles kaputt! Du machst mich kaputt! Dich kaputt! Kaputt, 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 kaputt! Ah! Hören wir uns mal alles an. Mein Beitrag heißt Die Harmonanz der Dissonie. Öffne dein neuntes blindes Auge und hole hohle harmonantische Dissonie, die deinen Seelengaumen reinigt. Wenn man versagt und sich fragt, ob Wasser nasser oder doch nur krasser ist, dann öffnet mal die Tube und aus der Grube harmonantische Dissonanz. Du? Ah, jetzt geht's. Mein Murksgedicht namens Meine Welt. Haters gotta hate. Aber Klappe, hier kommt mein Date. In einer Welt voller Trauer mit Riesenportionen und Trotteln am Steuer. Das ist mein Date. Mein Date mit der Trauer. Mein Beitrag heißt Verlust. Ich hatte Zehen. Ich starrte sie an und sie verschwanden. Ich hatte Finger. Ich starrte sie an und sie verschwanden. Ich bin nicht für Partys buchbar. Mein Gedicht ist eine epische Reihe kurzer Gedichte. Gepäckkontrolle. Rumpel die Pumpel. Leg mir keine Hosenträger an. Augäpfel im Glas, so traurig. Neuro-Weltordnung. Das Einzige, was Diamanten nicht schneiden. Zeit lassen. Einen fahren lassen. Zeit zu fahren. Des Adlers Schatten fliegt die Wüste. Er zeigt dir den Weg. Keine Ahnung, ob das überhaupt als Wurfsgedicht zählt. Ihr könnt mich auch disqualifizieren. Das ist mein Beitrag. Er heißt Zweiters Gelder ist Kommerz. Ich war da am Anfang, als es bei dieser Sache um den Stamm ging und darum unsere Verbindung miteinander und dem Erdgeist zu feiern. Aber jetzt gibt es nur noch Hightech und laute Musik. Nur noch ein lautes, gesponsertes Scheißfestival und die Karten sind zu teuer. Nächstes Jahr kaufe ich keine Karte. Aber euch ist das egal, weil ihr eh jedes Jahr ausverkauft seid. Ihr seid nur Scheiß-Kommerz. Scheiß auf Svelter Skelter und euch Kommerz-Heidis. Mein Gedicht, die ewigen Fragen. Was ist Silicon Valley? Was kostet es zu leben in Silicon Valley? Warum sollen wir ziehen nach Silicon Valley? Warum bekomme ich kein Bewerbungsgespräch in Silicon Valley? Mein Gedicht heißt, lasst sie nicht. Lasst sie mir keine Batterie einbauen. Lasst sie keine Drähte anbringen. Lasst sie nicht in meinem Gehirn herumgraben. Hier kommt Spinnengesicht. Jeden Morgen, wenn ich mein Haus verlasse, klebt euer ekliges Netz an meinen Haaren. Und mein Gesicht ist voller Spinnenschmiere. Fickt euch, Spinnen. Mein Beitrag für die Mucksgedichte. Ich nenne es unerfüllt. Back. 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 So, das war unsere kleine, ja. Was? Da
draußen wirst du die Antwort nicht finden, Marcus. Na, wo? Jetzt? Also, ja, na. Josh, wer ist deine Freundin? Oh, das ist Susan. Sie ist Grundschullehrerin aus Milwaukee. Sie ist 32 und fährt einen knallroten... Cool. Hey, wir treffen uns vor der Challenge an der großen Skulptur für ein Gruppenfoto. Sobald du bereit bist. Ich wollte dir nicht die Show vermasseln. Show? Wir machen keine Show. Ich habe Susan gerade erklärt, dass der Motor ihr auf jeden Fall absaufen wird, wenn das Mischverhältnis bei niedriger Geschwindigkeit zu stark ist. Bei einem Viertakter im Leerlauf geht das echt gar nicht. Ja, absolut. Okay. Na, dann sehen wir uns dort. Okay, weiter geht's. So, das war unser kleiner Ausflug und ja, mal gucken, was es noch so zu entdecken gibt. Weit raus können wir nicht, ansonsten kann man ja heiraten. Okay. Oder auch nicht. Hier gibt's auch nichts. Nein, 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 nein. Na, da. Was zum... Echt jetzt? Seid die Jungs mit Primate hier? Nee, von denen gehört. Schieb ab. Was zum Teufel? Okay. Gut, schieben wir ab. Ja, da hinten ist noch was. Ah. Hey, Washington. Ist das dein Name? Adams. Okay. Jefferson. Du zählst also chronologisch Präsidenten auf. Ist das so eine Kunstsache? Madison. Monroe. Adams. Jackson. Jackson. Hab's kapiert, Mann. Hab's kapiert. Van Buren. Okay. Ja, also, das hat er gerade reingeladen. Immer doch. Aber nicht Dead Sex. Passt irgendwie nicht. Weißt du, komm schon. Für dich bin ich die Stimmung. Ich versuche Spaß zu haben. Ich auch. Also wir, das heißt Dead Sex wir, werden bei dieser Hacker-Challenge mitmachen und gewinnen. Und die anderen sind einverstanden? Werden sie sein. Mein Lächeln überzeugt. Ja, das tut es tatsächlich. Siehst du? Kein Problem. Wir ziehen das durch. Alles kommt wieder in Ordnung. Du hast alles genau geplant, was? Nee, aber wenn ich dich wieder in Citara-Modus kriege, übernimmst du doch das Plan für mich. Verdammt, du bist gefährlich. Komm zur hässlichen Skulptur, wenn du bereit bist. Okay, wir sehen uns da. Ja. Mal gucken, wo wir noch so hinflitzen können. Ah, hässliche Skulptur, dann gucken wir erstmal dahin. Was machst du gerade? Ich will die Leute in Schwung bringen, aber nicht ohne eine gute Tracklist. Der Scheiß hat kaum einen Puls. DJ Ratio. Nur Ratio. Als ich noch aufgetreten bin. Hey, wäre vielleicht wieder was. Was soll ich jetzt sonst machen? Mann, Detzek lebt noch. Das war nur ein Rückschlag. Wir kommen stärker wieder zurück. Du bist dir da immer so sicher. Ich weiß, aber ich habe immer recht. Moment, Moment. So, jetzt aber. Oh ja, gleich viel besser. Und der DJ kommt nicht mehr an seine Tools. Der Retter der Party. Hey, wenn du diese Typen genug geärgert hast, treffen wir uns in der Mitte. Deadsec nimmt am Wettbewerb teil. Bin gleich da. Okay. Das ist die hässliche... Ach nein, da hinten geht's nicht. Das ist dahinter. Mal gucken, wenn wir da treffen. Kein fairer Kampf. Oh, ganz und gar nicht. Der Kleine da wird gleich so richtig vermöbelt. Aber das ist ja das Coole, oder nicht? Wir wollen sehen, wie der Kleine vermöbelt wird. Ja, ich meine, damit er wieder auf die Beine kommt und stärker wird. Oder? Du willst daraus jetzt eine Metapher für Deadsec machen, oder? Ich meine, wenn du mit Deadsec weitermachen willst, bin ich dabei. Aber wenn du dein metaphorisches Geld auf den Spinner setzt, nein, der steht nicht wieder auf. Ja, unwahrscheinlich. Hey, machst du auch mit beim Wettkampf? Ja, bin dabei. Okay, Lust zum Wettkampf. Auf zum Gucken und Foto. Das sind wir. Okay, Leute, stellt euch auf für unser Gruppenbild. Hast dich für die Kamera extra hübsch gemacht, hä? Immer. Okay, offenbar geht die Challenge los. Josh, sieh dir die Zahlen an und gib Antworten ein. Wrench, du kriegst den Jabberwock. Verkabeln und fertig machen. Ratio, du wirst dich um die Konkurrenz kümmern. Halt sie auf.
Cetara und ich werden dieses Ding hacken. Hacken wir es. DedSec, los geht's, Leute. Okay. Die Drohne ist da oben, wenn du sie brauchst. Ich hab's gleich. Ich bin drin. Oh mein Gott, ich hasse finden, ich bin so langsam. Was ist das? Okay, eine Metal-Hand machen und voll reinhauen. Konzentration. Es gibt wohl einen Timer. Kannst du den hacken? Ja. Na klar. Bleib gefälligst stehen. Wo geht's weiter? Ach, hier hinten, ich bin so langsam. Ich bin nicht mit Cetara an. So, da hinten geht's noch eins und wir sind jetzt. Okay, okay. Jetzt hab ich's kapiert. Okay. Was? Ist gerade nicht gemacht? Ein Drehknoten. Scheiße. Ich mach das für dich. Danke. Na komm schon. Was war jetzt? Ah, da ist vorne keins mehr. Sind wir zu langsam? Wahrscheinlich waren wir gerade echt zu langsam. Oh mein Gott. Na gut, auf ein neues. So. Och, Menno. Jetzt gehen wir hier und jetzt brauchen wir hier. Und stopp, 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 stopp. Okay. Fast geschafft, Markus. Na los. Eins haben wir schon und jetzt brauchen wir auch hier ein bisschen Energie. Und zwar, das drehen wir rum. Das. Ja, hat ein bisschen gedauert und geschafft. Hey, Leute! Zurück, Leute! Der fängt gleich Feuer! Zurück! Woher weißt du das? Weil er eben Feuer fangen muss! Er kann nicht nicht Feuer fangen! Seht ihr? Das ist so abgefahren! Der Jabberwock. Oh, wer ist das? Mit Augen aus Feuer. Yeah. Ich bin George! Cetara! Ich bin Marcus! Wer bist du? Ich bin Ray. Ja. Ich hätte noch was mehr auflegen. Hey, wollt ihr euch was reinziehen? Kommt mit, 2 Gramm Hirnfuck vom Allerfeinsten. Okay, Hirnfuck vom Allerfeinsten. Hört sich gut an. Ja, machen wir mal. Oder? Leute, ich gehe dann jetzt mal offline. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, Horatio, alles gut. Das Wort gut hat keine Bedeutung mehr. Okay, ist klar. Hatte ich erwähnt, dass die kleinen Freunde hier erst in Acid gebadet haben? Josh? Ist okay, die nutzen Halluzigene in klinischen Studien für Aspies. Was? Aspies? Josh ist voll drauf. Okay, suchen wir dir was Hübsches zum Anstarren. Okay. Mann. Du bist nicht Ray. Du bist Ray Raymond Kenny Ray. Ich hab noch deine alten Hacker-Scenes, Mann. Ich weiß noch, wie ich Wardriver gelesen und mit dem Fahrrad rumgerast bin. Mit Rucksackantenne. Shit, ich hatte sogar dein altes Rootkit, Mann. Fragst du? Ja, scheiße, ja. Tja, ich dachte, ihr wärt alle nur Skiddy-Penner. Korrigier mich, wenn's nicht stimmt, aber
Deine Crew scheint mir echt ein chaotischer Haufen zu sein. Willst du der Anführer? Ist ein Einhorn. Nein, Mann, so funktioniert das nicht. Dedzek hat eine Regel. Keine Privatarmee, keine Anführer. Tja, nur zur Info. Ich hab gesehen, wie du sie geführt hast. Nein, Mann, das ist alles, wogegen wir kämpfen. Das System zu Hause ist komplett für den Arsch. Und all die Kids da draußen im Sand werden genau die gleichen Sprüche klopfen. Leere Worte, Bro, leere Worte. Okay. Vor ein paar Jahren hat mich dieses kranke System als kriminelles Risiko eingestuft. Mich für Scheiß beschuldigt, den ich nicht getan habe, weil es wahrscheinlich war. Und jetzt, mit CTOS, ist es überall. Ich meine, ich sehe es überall. Sogar den unterschwelligen Scheiß. Oh. Ich sehe dich doppelt. Ja, wir haben eine Tendenz, das zu tun. Was du unterschwellig nennst, das ist Bellwether, Marcus. Du hast ein scharfes Auge. Aber unterschwellig heißt passiv. Das Bellwether-Programm, das kontrolliert. Wie ein Orwell Huxley-Doppelschlag. Profiling, Medienmanipulation, Insidergeschäfte, Konsumwahn, angetrieben von prädiktiven Algorithmen. Und jetzt ergreift es Besitz vom Herzen von Silicon Valley. Und jemand bei Blue benutzt CTOS und füttert es mit Daten. Du rekrutierst. Ich hab Lust. Echt Lust, Blue meinen ordentlichen Tritt in die Kronjuwelen zu verpassen. Ich kann euch bei euren Aktionen helfen. Helft mir, den echten Jabberwock zu erlegen. Komm mit mir, Marcus. Dein Ernst, Alter? Oh, shit. Oh, das kommt auch wohl ein bisschen irgendwas Glitzer unterm. Hey, Marcus, wach endlich auf, weg was, hier. Was, Mann? Ich habe die Nacht im Zelt neben einer Lady verbracht, die sehr nackt und sehr tätowiert war. Und nein, du kapierst nicht, Mann. Das war so eine Sons of Ragnarok-Braut. Wir müssen weg, Mann. Scheiße. Vamos, los. Los, komm. Die Sons kommt auf. Los jetzt. Ja, der greift das mal irgendwie am Strand und schläft da. Sein Ding. Okay, da sind wir wieder da. Ist der exakt wieder Number One? Oder werden wir von alle gehatet? Ja, mal schauen. Haben wir Punkte ausgegeben. Einmal für, dass wir mehr Botnetze haben. Und das andere, dass ich dann Ampeln so einen Scheiß kontrollieren kann. Genau. Mal schauen, ob uns das gelingt im Verfolgungsjagd, weil die gelingen mir ja bis jetzt noch nicht so. Wow. Ja. Du hast gesagt, ihr hättet das verkackt? Wie schlimm ist das? Tja, wir sind alle in Gefahr, weil mein Name auf der schwarzen Liste steht. Die Leute werden nur die Punkte verbinden. Wo zur Hölle sind denn alle? Ist das alles? Das reicht doch. Wir reden hier von Bloom. Hey, und du redest hier mit Blooms Staatsfeind Nummer 1, Junge. Ja, die Schweine sind schon seit Jahren hinter mir her. Wenn du willst, kann ich dich aus dem System löschen. Gib mir ein paar Stunden. Einfach so? Tja, vielleicht brauche ich erst eine Ziege als Opfer für mein geheimes Ritual. Aber ja, einfach so. Da bist du ja. Wir suchen dich schon den ganzen Morgen. Es gibt beim Swelterskelter anscheinend kein Fundbüro. Draußen in der Wüste gilt eher das Prinzip, wer es findet, darf es behalten. Was zum Teufel macht der denn hier? Ja, Marcus, warum lädst du Fremde in unser Haus ein? Hey, es ist einfach passiert, okay? Wir sind vor diesen Bikern abgehauen. Ja. Und wisst ihr was, ist doch scheißegal, es ist cool. Oh, er ist cool. Das ist gut, denn normalerweise entscheiden wir sowas als Gruppe. Ich weiß, mein Fehler. Aber ihr kennt Ray doch schon, oder? Leute, darf ich vorstellen? Raymond Kenny. Das ist Raymond Kenny? Ich dachte, du wärst sauberer. Ja, das höre ich öfter.
Darf ich dich drücken? Ja, nur für 2 Sekunden. Das passiert mir auch öfter. Können wir nicht behalten als unseren hauseigenen Hacker? Ja, wir können seine Hilfe gebrauchen. Aber er kann hierbleiben, oder? Er sollte hierbleiben. Okay, gut. Aber wenn er einem von uns dumm kommt, zerquetsche ich seine Nüsse wie reife Trauben. Nachricht angekommen. Schicke Mütze. Schicke Maske. Du bist cool. Willst du ein Bier? Ja, da sage ich nicht nein. Gerne auch 2. Danke. Ach, und gib dem Mann auch gleich Hardware, ja? Er zeigt uns ein paar Zaubertricks. Okay. Mission abgeschlossen. Was gucken, ich habe irgendwo die Farbe gefunden und jetzt habe ich es versaut, da ich das gerade mir angucken wollte. Schön, Stück für Stück. Machen sie wieder schick aus. Ui. Da gab es auch Follower. Noch und nöcher. Krass. Okay. An der Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit noch sehr, dass hey, es euch gefallen hat. Aber bereit, zu. Die Welt zu verändern? Ich hab was für dich. Gut. Mal kurz reingucken. Ah, da ist irgendwas, eine Mission. Komm, wir fahren wieder noch hin. Ich hätte es gerade erst gesehen. Also da hinten ist noch was, wir kommen irgendwann mal dran. Okay. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch sehr gefallen. Es würde mich auch sehr freuen, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Natürlich dürft ihr das Ganze und sollt das natürlich auch gerne sagen. Ich mache ein neuer Follower meldet was Seltsames. Hat schon mal jemand was von ein paar freakigen Rattenmasken gehört, die vor dem MoMA rumhängen? Ein paar selbsternannte Kunstanarchisten nennen sich die Ordinate Academy. Rodentia Academy ist ein Anagramm. Gut erkannt. Was ist ihre Plattform? Totale Transparenz. Keine Privatsphäre für niemanden. Wozu dann die Masken? Diese Rattenmasken. Wie sehen die aus? Stylish. Low poly. Fuck. Das ist Default. Default? Der Musiker? Default, der Ex-DedSec-Hacker. Default, das Psychopathen-Arschloch, das mich in seinem Spukschauerhaus vergasen wollte. Okay, dann sehe ich mir diese Typen definitiv mal an. Und so lerne ich noch einen der neuen Follower kennen. Tata, neue Mission. Ja, ihr dürft uns natürlich das ganze Däumchen geben, kommentieren und mich selbstverständlich abonnieren. Diesen dicken Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Coachy. Bye.